Hallo meine Freunde und willkommen zu Combat Mission Black Sea. Das ist der neueste Teil der Combat Mission Serie und ich spiele heute mit euch zusammen die Demo. Das heißt, wir werden uns ein Gefecht angucken, denn viel mehr ist in der Demo natürlich auch nicht vorhanden. Ich glaube, es gibt 3 Gefechte, es gibt den Multiplayer-Modus und ansonsten ist eigentlich alles gesperrt. Nichtsdestotrotz reicht das natürlich, um Eindruck vom Spiel zu bekommen, und wer mehr von Combat Mission generell sehen möchte, der kann sich auch meine unzähligen Combat Mission Battle for Normandy Videos angucken, die ich mittlerweile auf dem Kanal gesammelt habe. Vom Prinzip her, in Anführungszeichen, ist es gleich, abgesehen davon, dass Combat Mission Battle for Normandy eben im Zweiten Weltkrieg spielt und dieser Combat Mission Ableger spielt in unserer heutigen Zeit in einem fiktiven Konflikt am Schwarzen Meer. Und ich muss sagen, das hat mich doch sehr gereizt, weil es nicht so verbraucht ist, das Szenario. Und ich mir gedacht habe, Mensch, da musst du doch jetzt unbedingt mal reingucken. Und das Spiel ist ja auch schon eine Weile draußen, deswegen wurde es auch jetzt einfach langsamer Zeit, dass wir das machen. Und deswegen werden wir auch gemeinsam jetzt gleich ein Szenario spielen. Und damit befinden wir uns im Briefing-Bildschirm. Der kommt uns einigermaßen bekannt vor, wenn wir uns an Battle for Normandy erinnern. Das liegt daran, dass es natürlich immer noch dieselbe Engine ist, beziehungsweise Version 3.0.1, glaube ich, der Combat Mission Engine. Dementsprechend hat sich da an dieser Stelle nicht viel getan. Auch das Spiel selbst, die Grafik an sich, ist ungefähr genauso geblieben, wie wir das auch schon kennen. Es gibt jetzt halt andere Einheiten, andere Techniken und noch ein paar kleine Feinheiten. Da können wir vielleicht im Laufe des Gefechts dann nochmal drauf eingehen, zumindest auf ein paar Sachen. Ich muss ja dazu sagen, so viel habe ich jetzt auch nicht gespielt, dass ich jetzt jedes Detail auch schon kenne, aber ein paar Sachen kann ich vielleicht erzählen. So, zu unserer Mission. Ja, wir haben hier den Auftrag, mit einem Infanterieplatoon eine Stadt zu sichern, denn dort wurde ein abgesessenes Element von mechanisierten Kräften der Russen gesehen. Allerdings noch keine Fahrzeuge, das heißt bis jetzt wahrscheinlich einfach nur ein Infantry Platoon, und wir verfügen ebenfalls gerade über ein Infantry Platoon vom 2. Bataillon, 503. Airborne Infantry Regiment, und wir kommen aus der Charlie Kompanie, und da wird demnächst in 5 Minuten noch das 2. Platoon ankommen, und dann kommt, glaube ich, noch vom Bataillon, also vom 2. Bataillon, die Engineers, genau. Also die bringen dann wahrscheinlich Sprengladungen und sowas mit. Und wir haben quasi den Auftrag, jetzt in die Stadt vorzurücken, Objective Golf einzunehmen, beziehungsweise vorher zu isolieren, mit unseren Supportwaffen unter Unterdrückungsfeuer zu setzen und dann einen entschiedenen Angriff zu führen gegen den Feind. Feindliche Kräfte, wie gesagt, wahrscheinlich in Platoonstärke, also zu Deutsch Zugstärke. Mehr wissen wir noch nicht. Und Air-Support bzw. Artillerie-Support haben wir nicht. Unsere Rifle-Platoons bestehen aus jeweils einem Headquarters-Element, also im Platoon-HQ, 3 Rifle-Squads und einem Weapon-Squad und einem Breach-Team. Ja, Weapon-Squads sind Maschinengewehre. Ich weiß jetzt nicht, ob sie auch ATs dabei haben. Kann auch sein, dass sie nur M240s dabei haben. Und dann schauen wir uns das gleich noch an im Detail, was wir da so an Ausrüstung dabei haben. So. Und was bringt unser... Ah, in 10 Minuten kommt noch das Hauptquartier von der Charlie Company. Habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist das Kompaniehauptquartier, Executive Officer und ein Fire Support Team und eine Mercer Section. Das ist nicht schlecht. Und dann kommen die Engineers. Okay. Ja, Wetter sieht soweit ganz gut aus. Schauen wir uns nochmal die taktische Karte an. Also hier kommen wir rein. Hier ist Objective Golf. Ja, müssen wir wahrscheinlich gucken, dass wir diesen Teil der Stadt isolieren. Wie sie sich das vorstellen, weiß ich jetzt nicht. Schauen wir mal. Okay. So. Jetzt laden hier die Texturen noch ein bisschen nach. Und wenn wir uns das jetzt angucken, dann sieht das schon sehr stark nach Combat Mission aus. Da haben wir die Stadt. Wir müssen hier wahrscheinlich Objective Golf einnehmen. Das ist, glaube ich, hier, wenn ich das richtig sehe... Ja, das ist grün hinterlegt, also hier dieser, was ist es denn, Platz, Vorplatz, Garten, was auch immer, ist unser Ziel. Das müssen wir einnehmen, und durch die Stadt hier müssen wir uns vorarbeiten, während ich nicht glaube, dass wir hier mit initialen Kontakten rechnen müssen. Jetzt stechen mir hier gerade schon mehrere größere Gebäude ins Auge, da werden wir wahrscheinlich hier unsere M240 Maschinengewehre postieren, wobei ich glaube, dass diese Bäume hier uns die Sicht nehmen werden. Dann haben wir hier dieses Gebäude, über das wir auch unseren Angriff führen könnten. Wobei ich glaube, dass ein Angriff eher hier über diese Stelle erfolgen wird, weil wir hier zum einen Concealment haben, beziehungsweise Sichtverdeckung.
von diesem großen Gebäude ausgehend, da sind halt die Bäume, dann werden die schlechte Sicht auf uns haben. Dann haben wir hier eine relativ kurze, ungedeckte Strecke. Wir müssen eigentlich nur die Straße überspringen. Und dann haben wir hier die nächsten Gebäude, die wir als Deckung nutzen können, um uns weiter vorzuarbeiten. Dann können wir hier quasi in das Objective 1 schneiden. Und vor allem haben wir dann natürlich auch die Möglichkeit, von der Seite hier reinzuschießen. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt, vor allem wenn wir nachher noch Mörser bekommen, können wir, glaube ich, hier die Straße auch einfach einnebeln, können wir dem Feind weiter noch die Sicht nehmen. So, des Weiteren glaube ich, dass ich dann halt hier diese Gebäude, vielleicht auch dieses, ich weiß es nicht, vielleicht auch das hier, mal sehen, nutzen werde, um eben eine Base of Fire zu legen, um hier quasi den Stadtrand unter Suppressive Fire zu setzen, mit einem Platoon das andere Platoon über die Stadt vorrücken zu lassen. Ja, und dann hätten wir auch schon mal unseren Basic Battle Plan. Schauen wir uns nochmal ein, was wir initial mit ins Feld führen. Ich glaube, das erste Platoon wird mein Support-Element. Dann kann ich das nämlich schon mal in Position bringen. Also wir haben hier ein Rifle Squad. Das ist standardmäßig US Army Rifle Squad, geführt von einem Staff Sergeant. Also alles wie gewohnt. Also unterscheidet sich jetzt natürlich zum Layout im Zweiten Weltkrieg. Da hat sich ja einiges getan seitdem. Wir haben einen Squad Leader, das ist der Staff Sergeant. Dann haben wir jeweils zwei Sergeants, die die Fireteams führen. Und in jedem Fireteam haben wir standardmäßig ein M249 SAW, Squad Automatic Weapon Gunner, ein Unterlaufgranatwerfer M320, der hat ja den 203er abgelöst vor nicht allzu langer Zeit, und dann noch ein M4-Schützen. So. TWS ACOG und TWS, ich glaube TWS ist, könnte Thermal sein, bin ich mir nicht sicher. Okay, haben wir eine M4 mit ACOG, dann haben wir noch eine normale M4, alles klar. Night Vision haben wir zur Verfügung, brauchen wir heute nicht. Binoculars, wir haben Breach Kit und wir haben, weiß gar nicht, ob wir irgendwie eine Funkverbindung haben oder ob wir ein Funkgerät dabei haben. Ja, wir haben das. Und wir haben hier sogar Satellitendevices, so wie das aussieht. Das ist eine Neuerung. Die sind noch besser als Funkgeräte, besser als alles andere, können aber natürlich auch gestört werden. Es gibt auch sowas wie EMP bzw. Ausfall von elektrischen Geräten, was dann die Kommunikation beeinträchtigt. Das wäre fatal. Ich spiele übrigens auf Elite. Das heißt, die C2-Links, die sind extrem wichtig. C2 bedeutet Command and Control, also unsere Einheiten müssen Kontakt halten zu ihren übergeordneten HQs, also zu ihren Einheitenführern, und das Ganze natürlich die Befehlskette hinauf, das heißt dann auch später zu unserem Hauptquartier, damit unsere Jungs effektiv bleiben, damit wir den Kontakt zu denen halten, damit wir Befehle effektiv ausführen können und dass Feinde auch wirklich über das Platoon-Netz bzw. über das Kompanienetz oder Bataillonnetz weitergegeben werden an die anderen Einheiten und dass die dann auch effektiver kämpfen können. Das hat einen wichtigen Hintergrund, dass unsere Einheiten eben dann nicht mehr effektiv arbeiten können, wenn sie über ihre jeweiligen Netzwerke keinen Kontakt haben und nicht mehr mitbekommen, was sonst so auf dem Schlachtfeld passiert. Und es hat auch Moraleinflüsse, wenn die keinen Kontakt nach oben mehr haben. Können wir vielleicht später uns auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Aber jetzt schauen wir uns noch mal weiter die Einheiten an, was wir hier zur Verfügung haben. Wir haben dann noch hier jeweils zwei M240-Teams. Ja, das ist ein Standard M240, das ist auch das normale Visier, das die da drauf haben, extra konzipiert für Maschinengewehre. Dann haben wir die Assistant Gunner, neu in Plexi ist, dass die Assistant Gunner sehr selten selbst schießen, sondern wirklich hauptsächlich am Spotten sind und wirklich nur im Nahbereich ihre M4 dann auch nutzen werden. So, davon haben wir jeweils zwei, wobei hier ist, glaube ich, noch jemand anderes mit dabei. Genau, da ist noch der Weapon Squad Leader mit dabei. Quasi der erfahrenste NCO im Platoon, abgesehen vom Platoon Sergeant, ist standardmäßig so. Der Weapon Squad Leader ist quasi der Senior NCO, Non-Commissioned Officer, nach dem Platoon Sergeant. So, vielleicht zur Struktur vom Rifle Platoon nachher noch ein bisschen mehr. Dann haben wir hier noch ein normales Rifle Squad. Gibt es da irgendwas Besonderes? Nee, soweit nicht. Dann haben wir das Breach Team. Das ist auch nichts Besonderes. Oh, was ist das denn? M25. Das sollten 25 mm sein, okay. Ein Granatwerfer. Den kenne ich gar nicht. Interessant. Muss ich mir nachher mal auf Wikipedia angucken. Das heißt, hier haben wir ein Team, das relativ schlagkräftig ist. Oh, die haben auch einen Scharfschützen dabei, wie ich sehe. Oder einen Squad
Designated Marksman mit einer M10, also 5,56 mm Scharfschützengewehr. Ja, den könnte man natürlich auch irgendwo postieren, wo er uns nützlich wird. Vielleicht in der Nähe von einem Maschinengewehr. Okay, ja, damit haben wir doch schon mal die erste Truppe hier einsatzbereit. Das heißt, ich werde jetzt die initialen Movement Orders legen und dann hole ich euch ran, wenn ich dann meine Züge hier ausführe und das Ganze dann in Echtzeit abläuft und wir uns angucken, wie unsere Befehle hier verarbeitet werden von den Jungs, ob die tatsächlich das machen, was wir von ihnen wollen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Viel Spaß. Und damit willkommen zurück. Ich habe meine initialen Befehle gesetzt. Ich bin noch nicht ganz zufrieden damit, fällt mir gerade auf. Dazu gleich mehr. Aber als allererstes werde ich mal alle Bewegungspfade, die ich angegeben habe, sichtbar machen mit Alt-P. Und somit seht ihr, wie sich das ganze Platoon gleich bewegen wird. Das sieht jetzt etwas wirr aus, deswegen habe ich das eigentlich meistens aus. Aber jetzt für die Übersicht am Anfang ist es vielleicht nicht verkehrt. Und zwar wird sich ein Maschinengewehrteam hier relativ langsam an diese Flanke begeben, genauso wie ein Squad. Ein Rifle-Squad, das wird sich hierhin bewegen, wobei es hier erstmal Pause machen wird an der rechten Flanke, eine Minute, und dann langsam in die Richtung geht. Bis dahin ist das Maschinengewehr hoffentlich hier in Position. Wenn nicht, muss ich das nochmal ein bisschen beschleunigen. Das geht natürlich auch. Und hier die Pause verzögern, das werden wir hinbekommen. Ich kann ja nach einer Minute Spielzeit wieder neue Befehle setzen. Dann wird hier die Straße gequert und dann rücke ich hier auf der rechten Seite weiter vor. Währenddessen schicke ich mein Platoon HQ erstmal in Deckung hier hinten an die Mauer dran. Genauso mein Breach Team. Das kann dann theoretisch durchbrechen hier, falls wir hier doch irgendwie auf Feinde treffen. Also ich glaube nicht, dass wir hier Feinde haben, aber man weiß ja nie. Dann kann ich mir hier auf jeden Fall einen alternativen Weg bahnen. Also mein Breach-Team, die sollten Sprengladung dabei haben, genau. Und damit können die eben hier Mauern wegsprengen. Und dann haben wir hier unser Maschinengewehr-Team. Ihr seht schon, dass die Laufpfade, ich erkläre es jetzt nochmal für die Leute, die neu sind in Combat Mission, die das noch nie gesehen haben, gibt es ja eventuell auch. Erkläre ich mal ein bisschen die Farben kurz. Also blau ist ganz normal bewegen, also die laufen ganz entspannt, sind natürlich dann auch nicht ganz so fix in der Reaktion, wenn sie beschossen werden. Dafür sind die kaum ermüdet. Also die können dann weite Strecken zurücklegen, ohne dass sie erschöpft sind, denn Erschöpfung spielt ja auch eine große Rolle. Wenn ich jetzt bis zum Ende der Stadt sprinten würde, dann wären die Jungs schon relativ im Arsch, weil, muss ich auch vorstellen, die haben ein paar Kilo Body Armor an, dazu Munition und so weiter und so fort. Also wir sehen schon hier über 1000 Schuss. Für das 7,62mm M240 Maschinengewehr. Das wiegt schon einiges. Und ja, dann sind die natürlich relativ ermüdet, wenn die sprinten. Nichtsdestotrotz schicke ich das MG, das Maschinengewehr-Team, will ich relativ schnell deployen. Das schicke ich also hier schnell rüber. Das ist der Fast Move. Das ist die schnellste Bewegungsform. Dann hellgelb ist Quick. Das ist nicht ganz so schnell, nicht ganz so ermüdend, aber immer noch relativ zügig. Und hier haben wir einen Handbefehl. Das ist, ich weiß nicht, pink. Da werden die auf jeden Fall stehen bleiben, sobald sie Kontakt haben. Das mache ich deswegen. Ich will, dass die hier schnell übersetzen. Und sollten die hier Kontakt haben, sollen die an dem Baum, wo sie vielleicht ein bisschen Deckung haben, stehen bleiben und den Feind natürlich angreifen. Und falls nicht, sollen sie weiterlaufen. Und dann lasse ich sie hier langsam über die Flanke laufen. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier vielleicht noch was abändern werde. Ich weiß es nicht. Vielleicht laufe ich auch gar nicht hier lang, weil das ist mir eigentlich zu gefährlich. Eventuell lasse ich die anderen Squads vorgehen und lasse die hier an der Flanke erstmal sitzen. Und ziehe die dann einfach nach. So, das dritte Squad mit dem Scharfschützen und dem Granatwerfer will ich eigentlich in das Gebäude schicken. Jetzt sehe ich aber, dass der Eingang nur vorne ist. Ich also gar nicht hier reinkomme. Deswegen lassen wir das erst nochmal. Und ja, ich überlege halt, wo ich die Jungs hinschicke am Anfang. Ich meine, die machen ja eh eine Minute Pause. Dann sollen die sich nach einem... Gut, nach einer Minute ist der erste Zug sowieso rum. Dann können wir uns noch überlegen, wo wir die hinschicken. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Die würden dann hier hinlaufen, aber wie gesagt, nach einer Minute kann ich neue Befehle geben und dann laufen die einfach weiter. So, das ist so der erste Plan. Dann habe ich also hier erstmal Flankenschutz etabliert mit jeweils einem Squad, einem Maschinengewehrteam, das hier die Straße dann sichert. Also ich habe das schon gecheckt. Die können dann hier quasi an ihrem Punkt, Mensch, hier an diesem Punkt bauen die ihr Maschinengewehr auf, gucken in die Richtung und haben dann auch Sicht hier auf die Straße. Das habe ich schon überprüft, die Sichtlinie. Und das andere Maschinengewehr sichert also hier dann die Mitte. Hier die Gebäude sollte es dann in Sicht haben. Wir können da mal ein bisschen reinzoomen. Die haben hier also so einen Baum, den sie als Deckung nutzen können. So eine leichte Anhöhe.
Ja, das ist schon okay. Nicht perfekt, die Position. Aber naja, was soll's. Ja, das ist der initiale Plan. Und wir gucken jetzt gleich mal, wie sich das entwickelt. Ich lasse es laufen. Und dann schaue ich mal, ob ich zwischendrin noch irgendwie was erzähle. Ah, jetzt habe ich gar nicht die C2-Links gezeigt. Machen wir noch. Gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch am Anfang dazu komme, irgendwas über das Rifle-Platoon zu erzählen, über die Struktur, wie das funktioniert in der US Army, wie das aufgebaut ist, die Organisation, was man sich dabei so gedacht hat. Vielleicht kann ich das irgendwann... Oh, Beschuss. Vielleicht wird es der nächste Part. Los, baut das M240 auf. Gut, dass die hier schnell übergesetzt haben. So, die sind jetzt im Hand. Theoretisch müssten sie jetzt aufhören, wenn sie jetzt noch weiter Kontakt nehmen. Die sollten sich vielleicht aber ein bisschen weiter aufteilen. So, jetzt schießt doch mal zurück. Ihr seid doch im Handmodus. Interessiert euch das nicht, oder? Was ist da los? Okay. Scheinbar hat das gerade nicht ganz so gut funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Die haben keinen Sichtkontakt auf den Feind. Ich vermute, es ist irgendwo in den Gebäuden. Okay, damit ist der erste Zug bereits rum. Mein Breach-Team ist hier vor Ort. Damit habe ich nicht gerechnet, dass ich hier schon Kontakt habe. Und vor allem, dass die keinen Fick gebend einfach weiterlaufen. Gut, es kann sein, dass die nicht beschossen wurden, sondern das MG-Team. Und sie deswegen nicht deswegen sich dafür nicht interessiert haben. Das kann natürlich sein. Weil das, ich glaube, das MG-Team, bin mir nicht sicher. Ich glaube, es kam von hier. Es ist wahrscheinlich, dass das MG-Team beschossen wurde. Und warum haben die jetzt keinen Kontakt zu ihrem Platoon-Leader? Das verstehe ich auch gerade nicht. Habe ich festgemacht daran, dass hier ein Kreuz davor ist. Also hier ist quasi Chain of Command. Wer quasi nächsthöhere Institution ist das Platoon. Dann kommt die Kompanie und dann kommt das Bataillon. Und hier ist quasi schon die Chain of Command unterbrochen. Ja. So. Das ist der Status Quo. Hier ist unser zweites Squad. Hier ist unser viertes Squad. Das ist unser Weapon Squad, genau. Die sind schon unterwegs. Soweit sieht das aber da ja noch ganz gut aus, okay. Also da sehe ich kein Problem momentan. Beenden wir den Zug. Ich glaube, wir können damit leben. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Ich würde die Burschen eigentlich gerne in Deckung schicken. Ich hätte aber auch gerne Flankenschutz. Jetzt weiß ich nicht, wie das hier aussieht mit dem... Ja, muss ich mir nochmal überlegen, was ich hier mache. Also ich überlege, ob ich sie hier hinschicke. Eben schnell, weil wir ja schon Kontakt haben. Also da müssen wir jetzt auch nicht mehr groß rumschleichen. Oder ob ich... das lasse und die hier hinpacke. Aber auf der anderen Seite wäre es, glaube ich, nicht verkehrt, dass ich hier einfach zwei Winkel bekomme auf das Gebäude, dass ich eben von zwei Seiten auf das Gebäude schießen kann. Okay, das M240 ist mittlerweile deployed. Sobald da irgendwas kommt, sollten die schießen. Jo, mal gucken, ob wir da den initialen Kontakt gleich brechen können, beziehungsweise vernichten können. Ob der Feind sich zurückfallen lässt, man weiß es nicht. Wir sehen es gleich. Und es geht weiter. Ich habe jetzt einen hoffentlich soliden Plan aufgestellt. Und zwar habe ich hier das Squad in erster Instanz, was hier gerade am Flankieren ist, in Fireteams aufgeteilt. Einmal in ein Assault-Team mit leichten M4s und Unterlaufgranatwerfer. Aber das ist nicht dafür zuständig, um anzugreifen, sondern das soll hier erstmal primär die Straße decken. Vor allem dieses Gebäude hier, das macht mir so ein bisschen Angst. Ich glaube, ich werde das Target Arc auch nochmal ein bisschen ausweiten, auch auf dieses Gebäude. Das machen wir gleich noch. Und dann habe ich hier ein Support-Team, das ich aber zuerst bewegen werde, und zwar hierhin, damit ich einfach hier die zwei M249 leichten Maschinengewehre, die Automatic Rifles, ebenfalls Kaliber 5,56 mm wie die M4s, dass ich die hier in Stellung bringe, um eben auf dieses Gebäude und auf dieses Gebäude wirken zu können. Damit ich hier einfach an der linken Flanke genügend Feuerkraft habe. Das sollte jegliche Feindbewegung in dieser Richtung erstmal unterdrücken. Ja, und wie gesagt, die sind dafür zuständig, dass die hier einfach erstmal sichern. So, dann habe ich mir gedacht, ich spreng mich jetzt hier durch, so wie ich das am Anfang gesagt habe. Die haben schon den Befehl, hier ein Loch in die Mauer zu machen, während
das Platoon HQ mal zur Seite geht, dann kann ich hier nämlich das dritte Squad, was jetzt weiter auf Warten eingestellt ist, nachziehen, möglichst zügig, eventuell dieses Gebäude hier besetzen und ebenfalls von der rechten Flanke dann im Nahkampf den Feind bekämpfen. So. Dann, das Maschinengewehr bewegt sich ein bisschen schneller. Hier habe ich alles so gelassen, wie es soll. Und dann würde ich sagen, sind wir schon fast ready to roll. Wir schauen uns aber noch mal kurz die C2-Links an. Die haben noch einen C2-Link, die haben noch Sichtkontakt zu ihrem Platoon-Leader. Okay, sehr gut. Ah, ich sehe auch gerade, deren Chain of Command ist jetzt nicht ihr Weapon Squad Leader, sondern der Platoon Leader. So wie ich das sehe. Ist nicht ganz unrealistisch. So. Und jetzt sehe ich hier, haben wir keinen Link mehr, keinen C2-Link mehr. Der ist schwarz. Warum auch immer. Ich meine, theoretisch müsste er ja... Ja. Müsste das ja funktionieren über... Funk bzw. Satellitendevice. Und ich sehe auch, dass der Link vom Platoon-Leader ausgehend schon mal... Nee, funktioniert auch nicht. Okay, zum Maschinengewehrteam haben wir gerade keinen Kontakt. Warum auch immer. Kann ich gerade nicht nachvollziehen. Eventuell Sichtkontakt blockiert. Vielleicht auch kein Empfang. Ich weiß es nicht. Aber seht euch doch mal diese wunderschöne Maschinengewehrposition an. Wie im Buche. Ja, weiß ich nicht, warum der Platoon-Leader jetzt keinen Kontakt hat. Eventuell müssen wir unser Radio-Device nochmal checken. Vielleicht ist es auch gestört, man weiß es nicht. Gut. Ich glaube, das mit der Struktur im Rifle-Platoon machen wir im nächsten Part. Könnt ihr euch drauf freuen. Würde ich sagen, bevor ich euch zu Tode langweile, führen wir den Zug mal aus und schauen mal, was passiert. Hey, ihr sollt doch rennen, ihr Vögel. Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Gut, das war der Blast. So, hier haben wir uns in Fireteams aufgeteilt. Sehr gut. Hier hat das Übersetzen schon geklappt. Kein weiterer Kontakt bis jetzt. Soweit, so gut. Das mit dem Blast ging ganz schön schnell. Das hat in Battle for Normandy immer sehr viel länger gedauert. Oh, da wird geschossen. Aber hier will irgendwie niemand zurückschießen, habe ich das Gefühl. Wo wurde da geschossen? Sehen wir das nochmal? Ah, okay. Es kommt von diesem Gebäude, bin ich mir sicher. Hm. Scheinbar aber immer noch keinen Sichtkontakt. Sie sehen den Feind einfach nicht. Sie werden einfach nur beschossen und wissen nicht von wo. Dann werden wir ja trotzdem gleich einfach da drauf schießen. Ist mir egal. Beziehungsweise im nächsten Part werdet ihr dann sehen, wie ich das dritte Platoon, das dritte Squad hier durchführen werde in dieses Gebäude. Und dann geht es denen schlecht, wenn wir die unter Suppressive Fire legen. Vorher werde ich aber mit denen hier das Feuer eröffnen und mit dem Maschinengewehr, wenn ich da wirken kann. Ja, dann haben die Boys hoffentlich bald ein Problem. Hier ist die Lage soweit gut. Das MG ist noch nicht ganz deployed. Aber ich denke mal, meine Jungs setzen bald über. Ja, also soweit, so gut. Noch keine Ausfälle, trotz leichten Kontakt. Ich denke mal, hier wird sich vielleicht ein Fireteam oder ein Squad höchstens befinden in dem Gebäude. Wir konnten sie jetzt relativ gut ausmachen, wo sich der Feind befindet. Von daher sind wir da in dieser Beziehung schon mal ganz gut aufgestellt und können dann im nächsten Part weitermachen. Und ich freue mich drauf. Wir sehen uns dann wieder und ich sage bis denn.